Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir machen uns mal weiter auf den Weg und ich glaube, in ein paar Sprünge kommen wir sogar da beim Carrier vorbei, weil der müsste unbedingt mal aufgetankt werden. Da ist im Tank nichts mehr drin. Also im Lager haben wir noch genug Tritium, nur im Tank sollte eventuell auch ein bisschen drin sein. Ist momentan nicht mehr der Fall. Deswegen müssen wir da ein bisschen nachkippen. Das wäre so der Plan für heute. Gedacht, nehme ich einfach mal auf, weil das gehört auch dazu, wenn man Carrier hat. Insofern passt das. Ist zwar nicht so das Interessanteste, was man sich vorstellen kann, aber hey, man muss es machen. Und außerdem, falls wir unterwegs was anderes Tolles sehen, ist ja klar, was wir machen, oder? Genau. Zuerst mal haben wir hier 22 Objekte. Da gucken wir mal, was man so finde. Gasriesen. Ah, super. Können wir gleich mal ein bisschen weiter weg. Das müsste aber jetzt reichen. Die Nummer 3 ist es, okay. Okay, hier um die ersten Stern sind scheinbar nur Gasriese und Monde. Am Ende noch ein zweiter Stern da. Huch, was waren das einmal? Ah, Mizi. Okay. Ui, zwei ist ein einsamer Planet. Und ist terraformierbar. Auch nicht schlecht. Dann müssen wir den wohl mitnehmen. What? Hallo? 4H? Terraformierbar? Was ist 4H? Okay, ich bin jetzt komplett verwirrt. Wo ist man hier? Ah, okay. Gut, gut. Das ist nur ein Dings. Zwerg, Titori, irgend sowas in der Richtung. Ich dachte schon, dass wir haben dann eine zweite Stern hier. Okay, das ist hier nicht schlecht. Das ist auch nicht so weit. Der Mond. Er hat ja auch formierbare Monde. Hau ich schon lange nicht. Okay, also sehr schon mal der hier. Argon, drei Geosignale nur und du. Kohlendioxid, biologisch 1. Also ich wäre doch fast geneigt, das Biosignal dort auch so hole. Das sind wahrscheinlich nur Bakterien. Klar, aber es sind immerhin Biosignale auf einem terraformierbaren Planet. Und das ist doch ein Argument, oder? Ich glaube, das ist ein recht gutes Argument, finde ich. Ja, das machen wir auch. Ha, da kommen da eventuell doch um die Tritium-Umschaufel-Aktion drumrum. Mal gucken. Zwei Sprünge noch. Ja, okay. Wir haben zuerst mal noch zwei Planeten scannen, dann Biosignale aufzusammeln. So sei es. Ja, das bringt nicht viel, aber egal. Habe ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt. Machen wir's. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Hab noch gerade geguckt, was diese Woche und dem Frameshift-Drive-Dingens von Frontier geplant ist. Oder so in dem, die bringen ja immer im Unterwoch so Recap mit Sache.
Ich glaube, da war nichts Großartiges drin. Naja, wir haben hier noch ein bisschen Anfang Mai Update. Oder? Ja, genau, Anfang Mai. Das war's. Aber ja, das ist noch ein bisschen über einen Monat. Müssen wir sie erstmal unter April reinschlittern. Ich bin erstmal immer noch glücklich, dass wir endlich nochmal aus unserem Bereich hier rauskommen, wo wir die ganze massereiche Systeme abgegrast haben. Ist mal Zeit, wo. Ach genau, und ich habe mal überlegt, man wollte demnächst noch eine kleine Mining-Tour machen. Und zwar gucke ich, dass ich, also von mir aus gesehen, Ende der Woche einen Trillium-Hotspot finde. Dann habe ich nämlich schön Zeit, heute ein bisschen was zu machen. Moment, können wir gleich was markieren. Oh, ich habe gedacht, hier wäre noch ein zweites Ding-System. Ach gut, das war dann wahrscheinlich eher hier. Ja, terraformierbar, passt. Genau, also von mir aus gesehen, Ende der Woche suche ich einen Trillium-Hotspot. Bringt heute Carrier hin. Witzigerweise heute schon vor diverse Sprünge schon, also wir waren noch gar nicht weit vom Carrier weg, hatte ich schon ein paar Eisringe gescannt, direkt Tritium Hotspots gefunden. Aber das da hätte ich jetzt ein bisschen hier Anfang der Woche oder so, ein bisschen meine und so während der Woche, ich weiß nicht. Vielleicht lieber am Wochenende, kann ich vielleicht auch ein bisschen länger und das Ganze gemütlich mal gucken. Genau, also wie gesagt, das. Bevor die Folge dann kommt, das dauert ein Hobbys hier, weil bei mir ist gerade erst Montag. Sprich, wenn das doch rauskommt, plus 5 Tage oder so, da wird wahrscheinlich erstmal sowas kommen, weil ich bin Gott sei Dank wieder ein bisschen im Voraus dran mit der Aufnahme. Das ist schon mal gut. Ja, das wäre für mein kommendes Wochenende geplant. Wobei man doch gerade auffällt, Samstag bin ich gar nicht da. Na, da gucke ich mir gleich Freitag in Affen. Das wäre nicht schlecht. Ah, wahrscheinlich ist es dann wieder genau so, dann suchst du was und dann findest du es nicht. Vielleicht sollte ich mir es nicht vornehmen, vielleicht finde ich es dann. Und das Ganze muss üben, können wir uns jetzt vornehmen, dass wir kein Stratum finden. Kein Stratum Tektonikas. Das müsst ihr dann eigentlich klappen und dann finde was. Nein? Naja, mal gucken. Nee, ich glaube, dass man hier Bakterien finde. Was ist nochmal bei Kohlendioxidatmosphäre? Bakterium Cerberus, oder? Oder ist Aurasis? Keine Ahnung. Aurasis, oder? Sehen wir gleich. Ah, warte mal, da war doch noch was. Letzte Folge, was haben wir da noch mal gemacht? Da haben wir die Biosignale gesammelt und ich habe noch ein bisschen weiter gesammelt. Ich weiß noch, dass ich Bakterien gesammelt habe. Ich glaube, da waren 4 Stück oder so und die haben wir dann, glaube ich, auch alle. Ja, genau. Die Bakterien habe ich, glaube ich, noch ingesammelt. Die waren nicht so verbreitet. Naja, okay. So selten war sie auch nicht. War ganz okay, so finde. Gab es schon weitaus schlimmere. Und daraus habe ich dann auch noch fertig gemacht. So, wie schaut es denn hier aus eigentlich? Ein O-Stern. Ach, wir müssen immer noch was anderes machen.
Ich muss mal noch irgendeine Stelle suchen, weil und mal gucke, wie weit eine Runde es da geht. Da gäbe es immer noch was, was ich machen will. Die 3000. Dann müssen wir es erstmal schon die Stelle finden. Ah, ich habe mir Fliese erst noch ein bisschen weiter nur Richtung Zentrum. Aber bevor wir jetzt wieder mit Experimente anfangen, sollten wir doch mal gucken, dass wir in einen anderen Bereich kommen. Oder zumindest in dem Sektor mal viele weiter nördlich. Das wäre dann auch schon mal anfangen. Irgendwie. Achso, ich hatte nicht richtig beschleunigt. Ich dachte schon, irgendwie geht das aber langsamer als sonst. So klein ist der Mond gar nicht. Dann lassen wir uns mal überraschen, was man hier für Biosignale haben. War, glaube ich, nur ein Signal. Doch, Stratum. Okay, hier hätte man wieder das perfekte Beispiel. Stratum kann auch als einziges Signal auf dem Planet vorkommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also entweder ist es Palias oder ist es Tektonikas. Letzteres wäre natürlich so cool. Ich wüsste. Haben wir das nicht schon mal auf dem Terraformierbarer gefunden? Oder bin ich jetzt komplett neben? Guck mal, hier sind immer so ein paar, gerade so ein paar Fleckchen, wo nichts ist. Genau, da fliegen wir wahrscheinlich hin. Nee, einfach hier runter, das passt. Ja, das geht. Ach, guck mal hier, der Bergdöne. Ja, ich glaube, da können wir schon fast das Ding ausschalten. Ah ne, stopp, anschalte, weil wir müssen ja noch Codex-Scan abholen. Stimmt, stimmt. Also sofern man was finde. Aber Stratum findet sich ja eigentlich immer relativ gut. g. Das reicht, um das Raumschiff kaputt zu machen und das ist das Stratum Palias. Das erkennt der geübte Explorer, dass sie sich so in Gruppe zusammengefunden haben. Da halt wieder den still. Ruhig hier. Ist doch furchtbar mit dir, du.
bist kein... Ja, Stratum Paleas Smaragd. Schade, aber gut. Das nehmen wir trotzdem mit, wenn wir schon mal hier sind und weil es terraformierbar ist. Also nicht das Stratum, sondern der Planet. Guck mal, das so hat irgendwie sowas vom ausgetrockneten Flussbett, hä? Eine Million müsste es eigentlich wert sein. Noch ins 3 sogar. Ach. Geld, Geld, Geld. Ich sagen die hier. Eigentlich soll das doch hier schon reichen, oder? Aber wir können auf Nummer sicher gehen und dann mal durch die. Wunderbar. Nächste Probe im Sack. Das da unten fast noch gar nicht absicher, oder? Hör mal wieder vom Dingsen, aber eigentlich sollten wir das doch tun. Kleinvieh macht auch Mist und so. Ich glaube, das wäre doch richtig. Also 100 Millionen, also mit Aufschläge sollte man doch schon wieder sammeln haben. Ja, geben wir ab. Das Schiff behalten wir sie erstmal. Das hier würde ich sagen. Ja, das denke ich in Ordnung. Da muss immer noch ein bisschen der Lackrona gerockt werden. Oh, Komodo können wir eventuell schon. Na, noch nicht ganz. Mit zwei Sprünge haben wir noch, oder? Jo. Naja, aber noch sind wir nicht angekommen. In dem System mit dem K-Stern kann sich noch ein bisschen was tun. Ja, aber ich glaube, mir wäre es wieder ein bisschen regelmäßiger auf dem Carrier aufschlagen. Also wenn man dann eh dann eine Vorschicke oder immer Nordsee, dann bietet sich das doch an, denke ich.
Da machen wir halt jetzt kleinere Schritte beim Exobiologe-Rang, aber egal. Da ist noch ein Gasriese. Nummer 1, okay. Nö, können wir weg. Da können wir weiter. Wir haben einen B-Stern-Park immer. Ja, eigentlich sollte man das System dann auch abfrühstücken, sehe ich, bevor wir auf die Carrier fliegen. Ja, mal gucken. Außer ist es was dabei, wo man ewig fliegen würde, vor der Detailscanse machen. Dann würde ich das wahrscheinlich eher verschieben. Okay, hier ist gar nichts. Auch gut. Da können wir direkt bei die Nostromo. Endlich park schon mal wieder normal. Nämlich so am A der Welt. Da hinten bei dem Stern zum Beispiel. Da hinten war noch ein Parkplatz frei. Die Parkgebühren vorne in der City sind so hoch. Zumindest sind wir schon auf der richtigen Seite vom Carrier. Communications established. Welcome to a carrier, Commander. Access granted. Please proceed to your landing pad, Commander. Okay, hier müssen wir selber landen. Das Schiff hat noch keinen Landecomputer. Müsste ich auch mal nachausstatten, genauso wie super großer Assistent. Man wird hier immer faul. So, dann, ja, geben wir halt alles ab, wenn wir schon mal dosen. Spricht eigentlich nichts weiter dagegen. Hey, da kommen wir über 9 Milliarden.
cool. So, so. Boah, du Alter. Das sind ungefähr 4 mal mehr, als ich gedacht habe. Ja, Ossi hat schon einen Punkt mit seinem Kommentar in einem von den letzten Videos. Da, das kenne so ruhig so los, dass gleich dann irgendwie so ein bisschen die Diskrepanz von deiner viel zu hohen Bio-Ausgabe irgendwie aus. Ach, 57 Millionen raus, Gott. Sauber. Ja. Ihr wisst da, gehen wir jetzt auch noch ab. Und dann tanke ich halt außerhalb der Aufnahme nach. Wenn prinzipiell wissen wir, wie das funktioniert. Keine Schwerkraft, Magnetkontakt aktiv. Naja, wenn wir schon mal hier sind, dann wird auch Mister abgibt, logischerweise. Da kann die gute Rayana schon mal ein bisschen Schnaps brennen. Uiuiui, der ist schon wieder halber ingesunk. Rayana, hallo, hier sind wir wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Das weißt du ganz genau. Wir brauchen Schnaps. Hallo? Rede mit mir. Hallo? Die will nicht. Hallo? Hilfe! Es geht nicht! Oh, was soll das? Gehen wir nochmal raus, nochmal rein. Was soll das? Das gibt's ja nicht. Gehen wir schon mal unser Schiff wechseln. Weil wir müssen auftanken. Probieren wir es nochmal. So geht das nicht. Unglaublich. Es geht nicht. Da ist so komisches Zeichen, aber nicht die Taste. Uch. Mach's probier. Ah, jetzt. Sie jetzt. Haben also organische Daten anzubieten? Jetzt belieben die Dame mit mir zu reden. War vorher zu beschäftigt. Haben. Ja, 22 Millionen, das passt sogar. Ja, 111. Sehr schön. Hm, über 9 Milliarden, wunderbar. War es das also? Ja, danke schön. Mister dankt Ihnen für Ihren Beitrag. Ich danke auch. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier zuerst mal durch für die Folge. Ich werde jetzt noch The Carrier auftanken und dann wieder das Schiff wechseln natürlich und dann schon mal weiterfliegen. Auch The Carrier wahrscheinlich eine Runde weiter schicken. Das ist ein Trümmer, ey. Wo geht's denn hier hin? Ach, du hin. Eieieiei. Ist ja schon Wandertag in Lee, damit du da an den Instieg kommst. Okay, und Folge schöne war so, aber das macht nichts. Gut, ich wünsche euch dann noch eine schöne weitere Restwoche. Jetzt noch ein bisschen Tritium-Schaufel und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.